Das ist ein Urbangarten, das heißt, wir versuchen, alte Sorten zu erhalten. Wir haben Hochbeete, weil der Boden sehr vergiftet ist. Und wir brauchen auch Hasengitter, damit die Hasen nicht unser ganzes Zeug fressen. Der Begriff Mischkultur. Mischkultur ist ein Fachbegriff. Das heißt, im gleichen Beet verschiedene Pflanzen, die sich gegenseitig helfen anzupflanzen. Zum Beispiel Tomate und Ringelblume. Die Ringelblume fängt Florfliegen, die Blattläuse der Tomate fressen. Dann gibt es noch den Fruchtwechsel. Fruchtwechsel ist auch ein Fachbegriff. Gelb steht für Schwachzehrer, Blau für die Mittelzehrer und Rot und Grün für Starkzehrer. Grün bedeutet Nachtschattgewächse und Rot die Kürbisgewächse. Jedes Jahr wechseln die Gewächse die Farben, damit der Boden mehrfach genutzt werden kann. Zum Beispiel ist dieses Jahr Gelb für die Schwachzehrer und nächstes Jahr wird Gelb für die Starkzehrer verwendet.